Peter Südbeck, ich bin der Leiter des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer. Ja, ich komme ursprünglich aus der Vogelkunde und wer Vogelkunde, und ich komme auch aus Niedersachsen, also auf küstennah, nicht direkt aus dem Küstenraum, aber wer Vogelkunde macht, der wird ganz schnell mit den großen Vogelschwärmen konfrontiert und ist davon fasziniert. Wenn man die großen Schwärme sieht, ich erinnere mich an eine Situation am Dollardeich, heute auch Nationalpark, in den 70er Jahren, wo gefühlt 50.000 Alpenstrandläufer in der Luft waren. Mir schlotterten die Knie, es regnete in Strömen, es war ein Sauwetter auf Deutsch, ein Schietwetter. Aber die Vögel mussten es ja auch klarkommen, mussten damit auch klarkommen. Und wenn man sieht, die kommen jetzt aus der sibirischen Arktis, was gibt es Schöneres, als sich das klarzumachen. Und dann auch hinter diesen Gewetter und anderen Atmosphären, die wir haben, wunderschön. Ein Erlebnis für mich, ich habe lange überlegt, was ist so mein Wattenmeererlebnis. Man hat jeden Tag damit zu tun, man kennt es von Papierform, man kennt es aus der Luft, aus dem Watt, man kennt es vom Deich. Aber vielleicht ist es eine Begegnung mit einem Kegelrobbenbullen auf der Kachelotplatte westlich von Jüst. Die Kachelotplatte ist unbewohnt. Die Kachelotplatte ist ein typisches Beispiel der natürlichen Dynamik unseres Raumes. Eine einzige Flut hat die Insel wieder um 3 Meter abrasiert. Das ist quasi nicht mehr da. Aber die Kegelrobben, die ja in den letzten Jahrzehnten jetzt wieder hier zu uns gekommen sind und jetzt seit wenigen Jahren Junge haben, nehmen sich die Kachelotplatte. Das ist absolut der ruhigste Raum. Ist ein Nationalparkraum par excellence. Und wir waren auf dieser Platte, um uns die anzugucken, den Zustand anzugucken, und waren am Ufer und der Kegelrobbenbulle kam auf mich zu. Und nicht nur von 30 auf 20 Meter, sondern auf 5 Meter und auf 6 Meter. Und das ist ein Moment, wo man wirklich große, wilde Tiere, wie man sie sonst nur aus Afrika kennt, eben auch bei uns hat. Das ist Natur, das ist Wildnis pur, bei uns vor der Haustür, mit großen, beeindruckenden Tieren, wo man als Mensch einfach nur ehrfürchtig zurücksteht und sagt, wir sind halt die Kleineren. Es geht nicht um uns, sondern hier ist das Tier, der König, ich sage mal der Elefant der Nordsee, weil das sind so große, beeindruckende Tiere. Und das ist das, was vielleicht ein ganz eindrucksvolles Naturerlebnis und Wildnisempfinden bei mir ausgelöst hat, was vielleicht so ein ganz typisches Wattenmeererleben ist.